Hallo Leute und herzlich willkommen bei der nächsten Folge. Heute werden wir wieder ein paar Kommentare vorlesen, also werde ich ein paar Kommentare wieder vorlesen für euch und mal meine Meinung dazu sagen, Leute, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ach ja, stimmt, Leute, ich habe im Hintergrund ein Gameplay von Fortnite laufen, also guckt es auf jeden Fall euch noch im Hintergrund an, aber ihr seht das ja selber, ich werde ein paar Kommentare immer einblenden und so weiter, so wie beim letzten Mal, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und bevor wir mit dem Video wirklich anfangen, Leute, wollte ich mal so über... Ich habe ja ein paar Umfragen gemacht, ne, und zwar, diese Umfrage hat mich eigentlich so ein bisschen... Ja, ich dachte mir auch so, okay, Leute, ist das euer Ernst? Und ja, und zwar habe ich eine Umfrage gemacht, nehmt ihr euer Handy mit aufs Klo, und über 90% haben, also 90% haben Ja gesagt und 10% haben Nein gesagt. Also ich bin gespannt, welche Leute das waren, die 10% Nein gesagt haben. Also Leute, das macht wirklich jeder, auch ich mache das, habe ich auch selber gesagt in dem Video, am Valentinstag, und ja, Leute, krass. Jetzt weiß ich immer, warum die Leute immer so lange auf dem Klo brauchen. Dann habe ich noch eine Umfrage gemacht, und zwar habe ich eine Umfrage gemacht, wollt ihr den Vlog von Sarah sehen, Leute, ja. Der Vlog wird auf jeden Fall kommen, 66% haben gesagt, ja, dann sofort her damit, wenn ich den Vlog dann geschnitten habe, dann kommt er auf jeden Fall, Leute, und ja, werde ich auf jeden Fall machen, Leute. So, und die letzte Umfrage, was ich gemacht habe, was eigentlich auch klar war, liebt ihr auch American Dragon, und über 80%, also 80% haben ja gesagt. Ja, war auf jeden Fall eine nice Serie, Leute, und das wollte ich nur kurz vor dem Video einfach noch gesagt haben, Leute, was ich darüber gedacht habe, so bei den Umfragen, bei diesen ganzen Umfragen und so weiter, da denke ich mir natürlich auch irgendwie so, wenn ich dann die Antworten und so sehe, denke ich mir auch immer so, ja, okay, ist eine schöne Antwort, wenn alle ja sagen oder stimmt der mir gar nicht zu oder so, finde ich immer ein bisschen lustig, ne? Und ja, Leute, was ich noch kurz sagen wollte ist, ich habe ja beim letzten Video so einen richtigen Fail gemacht, und zwar wurde das Video irgendwie falsch, in der falschen Qualität hochgeladen, irgendwie, keine Ahnung, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Und ja, ich habe darunter, also die Kommentare habe ich mir noch gescreenshottet, um extra die in ein Video reinzunehmen, und zwar kommt ein Kommentar von Black Flag, hat geschrieben, und wirklich, mein PC ist 9 Jahre alt und er hat einen i7-2600 und eine GTX 560 drin, also, und die Minecraft lags, ja, ist klar, muss auch überlegen. Der i7 ist schon lange auf dem Markt und auch die GTX 560 ist schon alt, ne? Also, du kriegst aber eh einen neuen Rechner und, ja, hast du mir auch schon gesagt und so weiter, ne? Also, komm mal zum nächsten Kommentar. Darunter hat Blackfleck nochmal geschrieben, mein Bruder hat, glaube ich, einen i5-4590K und eine GTX 970. Was ich dir sagen kann, ja, mit der kann man auf jeden Fall, mit den zwei Sachen kann man auf jeden Fall gut die Spiele heutzutage noch immer spielen. Also man kann auf jeden Fall Minecraft, wenn du jetzt Minecraft spielen willst, kannst du damit auf jeden Fall sehr gut spielen. Auch mit Shader und so weiter, weil auch Daniel hat die GTX 970 und damit kann man halt noch gut zocken, auch Fortnite und so weiter sollte funktionieren. Ich habe ja noch eine GTX 960 und du hast dann i5, dann hast du auf jeden Fall ein stärkeres System als ich. Und unter diesem Video hat auch noch Flo geschrieben, er hat geschrieben, wir beide werden mal wieder was aufnehmen. Ja, das können wir auf jeden Fall gerne wieder machen, ne? Auch Overwatch und so weiter. Ja, klar, also ich wollte auch mal so Let's Plays machen davon. Leute, zurzeit bin ich am überlegen, ob ich meinen Kanal so ein bisschen umbauen soll. Also ich habe ja eigentlich, wenn man es so sagen kann, auch nur einen Minecraft-Kanal, ne? Also ihr seht ja, Banner ist Minecraft, Profilbild Minecraft und so weiter, Leute. Ich möchte meinen Kanal so ein bisschen verändern. Und Leute, schreibt mal einfach eure Meinung in die Kommentare rein. Dann kann ich auf jeden Fall im nächsten Video einfach mal darüber reden, Leute. Und ja. Ja, Leute, ich nehme auch ein paar Kommentare von anderen Videos. Also ich nehme jetzt von allen Videos, die ich in letzter Zeit gemacht habe, also die ganze Woche, bevor dem letzten Kommentare-Beantwort-Video. Und zwar hat Broke Shadow YouTube geschrieben, kannst du wieder Pokémon spielen? Muss ich schauen, ob ich mal wieder Pokémon bringen kann. Also, wenn du jetzt Pokémon Go meinst, weiß ich nicht, ob ich das wieder bringen werde. Ich habe auch ein bisschen weiter gespielt, muss ich sagen, ohne aufzunehmen. Naja, sind wieder ein paar neue rausgekommen, was ich weiß, aber vielleicht so mal Pokémon mit Daniel und Radtusche oder so, kann ich vielleicht mal machen, dass wir das irgendwann auch mal machen. Mal gucken, Daniel hat zurzeit so ein Pokémon-Projekt am Laufen, naja, mal schauen, vielleicht kann ich irgendwann mal mitmachen, wenn das funktioniert, ne, also, ja.
Dann kommen wir zum nächsten Kommentar. Und zwar hat Olaf Meyer geschrieben, wann bist du immer online? Ich will echt mal mit dir spielen. Also ich bin zur Zeit, ja heute, es geht ein bisschen schwer, aber ja, ist halt, ich bin halt meistens auf Daniels Teamspeak und so weiter, ne? Also du kannst mich da auf jeden Fall sehr oft antreffen und aber meistens rede ich halt mit den ganzen Leuten allein, aber manchmal kann ich ja auch runtergehen zu anderen Leuten, also zu dir zum Beispiel, wenn du dann da bist. Kann ich auf jeden Fall machen, also wir können gerne mal reden und ja. Okay, dann hat Sarah noch unter dem Video kommentiert, also unter dem Overwatch-Video, was ich letztens hochgeladen habe. Ich fand das Video richtig geil, heute vor allem, weil ich Overwatch sehr gerne mag und es auch selber spiele. Ja, das ist auf jeden Fall klar, Sarah, wir spielen auf jeden Fall sehr oft Overwatch und es macht extrem viel Spaß, einfach zusammen zu zocken. Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel, nochmal danke an Flo, dass du es mir gekauft hast damals. Es war auf jeden Fall sehr nice, ich habe es auch in den letzten Tagen so ein bisschen gezockt. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß. Unter dem Video hat auch noch Milchkaiser geschrieben und zwar hat er geschrieben, kann ich mal mitspielen. Klar können wir mal zusammen Overwatch zocken, ich weiß, dass er es ja auch spielt, Leute, und ja, Overwatch ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel, muss ich echt sagen, also gefällt mir irgendwie besser als CSGO, habe ich gemerkt. Ja, bei CSGO finde ich irgendwie so ein bisschen, also ich finde irgendwie Overwatch irgendwie ein bisschen geiler, ne. Ich habe damals ein bisschen CSGO gespielt, aber irgendwann hat es mir einfach nicht so gefallen mehr und deswegen habe ich halt jetzt, finde ich jetzt eher mehr Overwatch besser. Und unter dem Video hat noch Handy Gaming HQ geschrieben, kennst du das Redfall Texture Pack? Mit dem spiele ich, finde es gut. Ja, ich glaube schon, dass ich irgendwoher kenne ich das auf jeden Fall. Aber ich habe damit, glaube ich, noch nie gezockt, also ich weiß es nicht mehr. Aber es kann sein, dass ich es mal hatte oder so, ich weiß gar nicht mehr. Also mir kommt es echt bekannt vor, ja. Darunter kam auf jeden Fall ein Kommentar noch von Lisa Lauren, das hat mich auf jeden Fall extrem gefreut, dass du mal wieder auch was geschrieben hast. Und zwar, er hat geschrieben, ich habe einen Ryzen 5600 übertaktet auf 4 GHz und eine GTX 1050 Ti, 4 GB und 16 GB DDR4 RAM. Was ich dazu sagen kann, sehr geil, auf jeden Fall der Ryzen 5600, 4 GHz ist auf jeden Fall super geil. 4 GHz, das ist auf jeden Fall nice, das schafft nicht jeder Prozessor von dem Ryzen 5600, das schaffen nicht alle. Aber, und auch nur die 1050 Ti, also damit kannst du auf jeden Fall super zocken. Ich glaube, du spielst halt so Fortnite und sowas, glaube ich, zockst durch, was ich weiß. Aber kann man auf jeden Fall super damit zocken, ne? Und 16 GB RAM sind auch für die Zukunft auf jeden Fall genug. Und obwohl die zurzeit ein bisschen teuer sind und so weiter. Aber auf jeden Fall ein sehr cooles System. Freut mich auf jeden Fall und ja. Und ich habe noch einen Kommentar bekommen und beim Valentinstagsvideo. Und zwar hat Daniel noch geschrieben, da fliegende Blätter beim Intro. Ja, ja, das weiß ich noch, Daniel. Beim Kalender die Blätter, ne? Bei Phineas und Ferb, glaube ich, war das, ne? Oder? Ja, genau, es war bei Phineas und Ferb damals, die Blätter so vom Kalender, weißt du noch? Die guten alten Zeiten, Daniel, du weißt ja noch, ne? Dann habe ich auch noch einen Kommentar bekommen von Surex321. Er hat geschrieben, ich bin kacke in Bauen. Zweitens, ich will mal gegen dich gewinnen und ich bin cool. Ja, wir haben ja schon letztens gezockt, das war auf jeden Fall extrem nice. Ja, einmal hat er sogar gegen mich gewonnen, das war nice. Und einmal waren wir gleich gut. Ja, Montagsbild ist auf jeden Fall extrem nice. Ich feiere den Spielmodus einfach und mir gefällt der Spielmodus extrem gut und das wird auf jeden Fall noch öfter kommen, Leute, ne? Kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich habe halt noch einen Kommentar von Handy Gaming HQ bekommen. Soll ich dir ein PvP-Texture-Pack machen? Ja, die Sache ist halt, ich habe schon ein Texture-Pack von jemandem bekommen, was ich eigentlich sehr nice finde und ich brauche irgendwie kein anderes. Also mir gefällt das eigentlich so, wie es jetzt ist. Und nochmal danke an Enderlike, dass du es mir gemacht hast. Das Texture-Pack ist auf jeden Fall extrem geil und ja. Vielleicht kannst du mir irgendwann anders mal ein Texture Pack machen, aber zurzeit brauche ich halt keins, weil ich spiele zurzeit auch nicht so viel Minecraft, muss ich ehrlich sagen, also auch ein paar andere Spiele und ja, also, ja. Okay, dann nehme ich noch das Kommentar rein unter dem Video, ich bin aus Katis Clan geflogen und zwar hat da nochmal Edi aka Kixis Zwilling geschrieben, ich hatte kurzzeitig Angst. Ja, ich auch, also ich habe mir auch so gedacht, hä, was ist jetzt passiert und so weiter, ne, aber die Sache hat sich schnell geklärt und ich bin ja wieder in den Clan reingekommen, am selben Tag auch noch, ne. Ich glaube, am Tag davor bin ich geflogen, habe ich aber nicht gemerkt, weil ich Fortnite gezockt habe. Das Gameplay seht ihr im Hintergrund, ja. Das war genau auf dem Tag und ja, aber ich bin ja wieder drin, also ist wieder alles gut. Und dann dachte ich mir auch so, bei diesen Kommentaren dachte ich mir eigentlich auch so, irgendwas ist da komisch, Leute. Und zwar hat er geschrieben, nices Video, darunter hat dann Olaf Meyer geschrieben, danke, darunter hat dann ich geschrieben, mal danke, dass mir das, weil das Video, ich möchte mich auch bedanken bei den ganzen Leuten, darunter hat er nochmal geschrieben, danke Leute, was war das Leute, könnt ihr mir sowas erklären?
Okay, dann hat auf jeden Fall noch Sarah geschrieben, yo, morgen fliegen wir wieder nach Deutschland und dann die Deutschlandflagge. Ja, irgendwie wird die mir jetzt nicht angezeigt, aber okay, ich weiß nicht, ob am Computer die Emojis alle funktionieren, aber ich glaube nicht. Ich habe das Kommentar am iPad gesehen, da war auf jeden Fall die Deutschlandflagge schon da, aber ich weiß nicht, warum die da nicht am Computer halt nicht angezeigt wird. Das finde ich ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall nice, Sarah, werden wir auf jeden Fall wieder reden und... Ja, also eigentlich fliegt sie heute wieder zurück, also wenn das Video jetzt kommt. Und ja, mich freut das auf jeden Fall, dass du dann wieder da bist, Leute. Und ja, werden wir wieder ein bisschen was aufnehmen, würde ich mal sagen, ne? Und sie bekommt ihre neue Leitung dann auch bald. Und dann werden wir zusammen mal wieder streamen, wenn es bei mir wieder funktioniert. Dann habe ich auf jeden Fall wieder mehr Bock. Zurzeit ist es beim Streaming bei mir so, will ich zurzeit eher weniger machen. Jetzt habe ich was anderes noch angesprochen, aber wollte ich nur mal dazu gesagt haben, ne? Und dann habe ich auch noch so einen Kommentar bekommen, wo ich mir eigentlich dachte, hä, was meint diese Person eigentlich? Und so hat er geschrieben, Furry Skins, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Dann habe ich ein Smiley geschrieben, weil ich mir dachte, ja, er schreibt ein Smiley, schreibe ich auch ein. Oder so, oder irre ich mich, dass du eine Furry bist. Ich weiß nicht, ob das eine Beleidigung ist, aber wenn ja, keine Ahnung, was du damit meinst, aber habe ich auch darunter noch geschrieben, aber das habe ich jetzt nicht gescreenshottet, Leute. Aber ich weiß auch nicht, was du damit jetzt meinst, aber vielleicht kannst du es mir jetzt sagen. Okay, dann noch ein Kommentar von Enderlake, von meinem Texture-Pack-Designer, der mein Texture-Pack halt gemacht hat. Und zwar hat er halt geschrieben, Bock auf Speed-UHC oder andere Sachen. Ja, zurzeit, wir können ja gerne mal wieder Speed-UHC spielen, ist eigentlich voll nice, aber... Ja, zurzeit spiele ich auch weniger Minecraft. Zurzeit muss ich auch ehrlich sagen, spiele ich auch ein paar andere Spiele, muss ich sagen. Also, da irgendwie, ich bin so ein Typ, der bringt nur Minecraft auf YouTube, ne? Und genau das möchte ich verhindern, Leute. Ich möchte irgendwie auch andere Spiele bringen. Viele Leute gehen jetzt ja von Minecraft schon langsam weg und bringen nur mehr andere Spiele, so wie Fortnite und so weiter, aber... Nee, so krass wird es bei mir nicht sein, aber ich möchte halt irgendwie in nächster Zeit ein paar andere Spiele bringen, Leute. Einfach ein bisschen Abwechslung, ne? Muss halt wirklich mal sein. Dann habe ich auf jeden Fall noch einen Kommentar bekommen von Fluffycorn HD. Und zwar hat sie halt geschrieben, Sabian. Ich glaube, ich weiß, was du damit meinst, aber lassen wir dieses Thema. Ich möchte das irgendwann anders ansprechen. Ich weiß schon, was du damit meinst, aber ich sage dazu einfach mal jetzt gar nichts. Ich kann das mal in dem nächsten Video genauer erklären. Ich weiß, was sie damit meint. Sie weiß es ja, aber viele wissen es ja nicht. Deswegen werde ich euch gleich mal beim nächsten Mal erzählen, was es damit eigentlich auf sich hat. Und ja, Leute, das war's eigentlich mit dem Video, Leute. Und ja, kommen wir jetzt gleich zur Verabschiedung. Ich möchte am Schluss kurz was sagen, Leute. Ja. Gut, Leute, das soll es eigentlich von dem Video auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, Leute. Schreibt wie immer neue Fragen oder irgendwelche Sachen, die ihr an mich stellen. Also Fragen, die ihr an mich stellen wollt oder irgendwelche Sachen einfach mich fragen, Leute. Das kann ich dann im nächsten Video einfach beantworten. Ja. Und zwar habe ich noch kurz was zu sagen, und zwar das Gameplay im Hintergrund, das haben wir dann auf jeden Fall noch gewonnen, auf jeden Fall Fortnite, Leute, ist ein richtig nice Spiel, Leute, kann man nichts gegen sagen, auch mal ein bisschen was anderes außer Minecraft halt, ne, tut immer. Dann habe ich auf jeden Fall noch einen Kommentar bekommen von Fluffycorn HD, und zwar hat sie halt geschrieben, Sabian, ich glaube, ich weiß, was du damit meinst, aber lassen wir dieses Thema, ich möchte das irgendwann anders ansprechen, ich weiß schon, was du damit meinst, aber ich sage dazu einfach mal jetzt gar nichts, ich kann das mal in dem nächsten Video genauer erklären. Ich weiß, was sie damit meint. Sie weiß es ja, aber viele wissen es ja nicht. Deswegen werde ich euch gleich mal beim nächsten Mal erzählen, was es damit eigentlich auf sich hat. Und ja, Leute, das war's eigentlich mit dem Video, Leute. Und ja, kommen wir jetzt gleich zur Verabschiedung. Ich möchte am Schluss kurz was sagen, Leute. Ja.